Herzlich willkommen nochmal zum dritten Tag auf der FOSCIS 2020 in Freiburg. Containerbasiertes Arbeiten ist ja in den letzten Jahren schwer in Mode gekommen. Momentan wird ja alles geclustert, was geht. Und natürlich kann man das auch mit Geodaten machen. Wie das funktioniert auf Kubernetes, das erklärt uns jetzt Richard Bischoff. Ja, guten Morgen nach Freiburg. Hier ist Richard Bischoff aus Niedersachsen. Ich freue mich, dass ich trotz der aktuellen Situation den Vortrag halten darf. Ich arbeite beim Landesamt für Geoinformationen und Landesvermessung in Niedersachsen und habe mich im Rahmen einer Abschlussarbeit eines Studiums das letzte halbe Jahr mit dem Thema skalierbarer Plattformen zur Verarbeitung von Geodaten auf Basis von Kubernetes auseinandergesetzt. Meine Erkenntnisse möchte ich heute kurz teilen mit Ihnen oder mit euch. Was ist die Motivation? Na, wir möchten versuchen, den Durchsatz der Geodatenverarbeitung durch horizontale Skalierung zu steigern. Was bedeutet das? Auf der linken Seite sehen wir jetzt eine Darstellung von vielen Rasterdaten, die wir verarbeiten möchten, woraus wir neue abgeleitete Daten erzeugen möchten. In diesem Kontext wird also jede Rasterdatei durch eine bestimmte Funktion zu einer neuen Rasterdatei verarbeitet. Die Idee ist, wenn wir eine Instanz dieser Funktion laufen haben, können wir nur eine begrenzte Menge von abgeleiteten Rasterdaten erzeugen. Und eigentlich wäre es ja ganz cool, wir erhöhen einfach die Anzahl der Funktionsinstanzen und können dadurch auch den Durchsatz der neu erzeugten Rasterdaten steigern. Man kann sich das Ganze so ungefähr vorstellen, wie wenn man eine Autobahn baut, dass eine Autobahn mit drei Spuren natürlich mehr Autos pro Zeit transportieren kann, als wenn man nur eine Spur hat. Gleichwohl gibt es bestimmte Aufgaben oder bestimmte Situationen, wo auch bei drei Spuren beispielsweise eine Tankstelle einen begrenzenden Faktor darstellen könnte. Das Ganze habe ich an einem Anwendungsbeispiel konzipiert, und zwar anhand des Datenbestandes des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen, wo wir 130.000 Rasterdaten, panchromatisch 8-Bit, ungefähr 10.000 mal 10.000 Pixel vorliegen haben und aus diesen rektifizierte Rasterdaten erzeugen müssen, die dann für die Luftbildauswertung herangezogen werden können. Das Feld, was auch über das vorgestellte Konzept abgearbeitet werden kann, ist beispielsweise die fotogrammetrische Analyse genau der gleichen Rasterdaten, wo wir versuchen, eine Detektion von Objekten auf diesen Rasterdaten vorzunehmen. Ich habe mich in diesem Beispiel und auch mit dem, was ich heute Ihnen oder euch vorstellen möchte, hauptsächlich auf den Part der geometrischen Transformation beschränkt, habe aber in meiner Ausarbeitung dazu auch die fotogrammetrische Analyse abgedeckt. Die Datenverarbeitung im Kontext der IT müssen wir auch mal ein bisschen über den Tellerrand sehen. Beispiel, gerade bei der Verarbeitung von Geodaten haben wir es mit einer vergleichsweise großen Datenmenge zu tun. Zum Beispiel Fernerkundung. Gleichwohl gibt es auch in dem Kontext der IT die Forderung nach der Konsolidierung und dem Einsatz von marktüblichen Technologien. Im Kontext der IT wird gerade in den letzten Jahren verstärkt auf Cloud Computing gesetzt. Die Vorteile nach Bitkom Research dafür sind zum Beispiel schnellere Skalierbarkeit, verteilter Zugriff auf Ressourcen, hohe Effizienz. Gleichwohl sind Behörden und staatliche Organisationen doch eher zögerlich bei der Adaption. Gleichwohl steht dem natürlich ein wachsender Innovationsdruck durch die Digitalisierung, Rechtsansprüche von Bürgern auf digitale Services entgegen. Also es gibt eine große Motivation, Architekturen und Technologien des Cloud Computing für unsere Problemstellung anzuwenden. Wenn wir so eine skalierbare Geodatenverarbeitung jetzt also in einem System und auch in einem Systemkontext sehen, dann stellen sich heraus, dass wir vor allem auf Desktop-GIS oder Web-GIS mit diesen interoperabel sein müssen.
Glücklicherweise gibt es dort OGC Web Standards und HTTP bzw. HTTPS haben sich bereits als Protokolle etabliert. Bezogen auf das System müssen wir auch unterschiedliche Aspekte beachten. Das eine ist einmal die Verarbeitungskomponente, die idealerweise eine polyglotte Implementierung ermöglichen soll, was so viel bedeutet, dass sie in vielen Programmiersprachen möglich sein muss, damit man eben auch bestimmte Frameworks, die für eine bestimmte Programmiersprache existieren, einsetzen kann. Die Verarbeitung erfolgt natürlich nicht immer permanent mit dem gleichen Durchsatz, sondern durch bestimmte Ereignisse wird erst eine Verarbeitung ausgelöst. Das führt dazu, dass bestimmte Verarbeitungen in einer kurzen Zeit durchgeführt werden müssen und über einen längeren Zeitraum hin vielleicht auch gar keine Verarbeitung notwendig ist. Glücklicherweise sind diese Verarbeitungen meistens statuslos, also Eingabe muss einfach zu einer Ausgabe verarbeitet werden. Und die Implementierung erfolgt meist von Domänenexperten, also Experten für Fernerkundung oder Bildanalyse. Die Datenhaltung muss vor allem Rasterdaten berücksichtigen. Ein Beispiel dafür sind die GeoTIFFs. Und im Fall des KBD haben wir ungefähr 400.000, also 130.000 mal 3 Datensätze mit jeweils 100 Megabyte, sodass wir insgesamt auf 40 Terabyte kommen. Bei den Rasterdaten handelt es sich meist um Write-Once-Read-Many-Zugriffe, was bedeutet, eine Rasterdatei wird meist nur einmal geschrieben und dann häufiger abgerufen. Nicht zu vernachlässigen sind dabei dann natürlich auch betriebliche Aspekte, wie zum Beispiel das Monitoring der einzelnen Komponenten, Resilienzaspekte, Security, Wartbarkeit etc. Um diese ganzen Anforderungen jetzt in ein System zu gießen, andersrum, bei der Verarbeitung und der Datenhaltung, wenn wir uns nochmal auf diese beiden Aspekte beschränken, gibt es für die Verarbeitung genau dieser mit diesen Anforderungen, die dort aufgeführt sind, das FaaS-Paradigma oder das FaaS-Modell Function as a Service, wo also genau für diese Anwendung Cloud-Anbieter bestimmte Lösungen schon geschaffen haben. Ein Beispiel sei hier mit Amazon Lambda genannt. Für Datenhaltung mit genau diesen Anforderungen werden meist Object Stores eingesetzt. Ein Beispiel dafür wäre das Amazon AWS S3 Simple Storage aufzuführen. Der Entwurf jetzt, um ein verteiltes System mit Object Store und FaaS aufzubauen, sieht also vor, dass wir Object Store und FaaS als Container aufsetzen. Mithilfe eines Service Meshes können wir die Komplexität der Implementierung der FaaS-Funktion reduzieren und natürlich immer, wenn man Container auch in einer Produktionsumgebung letztendlich betreiben möchte, sollte man nicht auf die weit verbreiteten Docker Compose etc. Frameworks eingehen, sondern man sollte tatsächlich dann etwas verwenden wie Kubernetes, also ein Framework, was speziell für den produktiven Einsatz auch von Containern gedacht ist. Wenn wir diese FaaS und Object Stores, wenn wir da auf die Suche gehen nach verfügbarer Open Source Software, dann finden wir MinIO als Object Store, OpenFaaS als FaaS-Komponente und als Service Mesh Linkerd, die sehr einfach auf Kubernetes zu betreiben sind. Glücklicherweise erfolgt auch die Kommunikation dieser einzelnen Komponenten fast ausschließlich über HTTP, so dass die Kommunikation innerhalb des Clusters sehr einfach zu managen ist und diese Komponenten auch von außerhalb, nämlich von unseren Geoinformationssystemen, gut eingebunden werden können. Auf der rechten Seite ist jetzt mal der schematische Ablauf einer Verarbeitung von Geodaten. Da ist uns wohl gerade der Ton weggebrochen. Kannst du uns noch hören? Anscheinend nicht.
So, wir sehen dich wieder. Können Sie mich wieder hören? Ja. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Okay, also die FAST-Komponente instanziert eine Funktionsinstanz, die mit Hilfe der übergebenen URL des Objects dieses Object aus dem Object Store lädt und verarbeitet. Das Ergebnis der Verarbeitung kann, wenn es zum Beispiel eine neue Rasterdatei ist, wiederum im Object Store gespeichert werden und die Funktion gibt als Rückgabewert die URL des gespeicherten Objektes zurück. Anschließend kann das GIS nun die neu erzeugte Rasterdatei aus dem Object Store laden. Um jetzt genauer mal auf den Object Store Mini.io einzugehen, möchte ich kurz darlegen, welche Funktionalitäten dieser bietet. Also grundsätzlich ist er unter der Apache 2.0 Lizenz verfügbar, hat relativ viele Git-Commits auf GitHub und auch ziemlich viele Stars. Als Funktionalitäten implementiert er hauptsächlich das S3 Interface oder die S3 API, so dass er auch kompatibel ist zu Implementierung anderer Object Stores. Deshalb ist er auch gut einsetzbar als Gateway für zum Beispiel AWS, S3 oder Google Cloud Storage. Er bietet einen expliziten WORM-Modus, bei dem also transaktionale APIs beim Zugriff auf die Objekte ausgeschaltet werden. Zusätzlich bietet er Funktionalitäten noch wie Verschlüsselung, Sharding oder Replikation der Daten. Für Python, JavaScript, Java und .NET und viele andere Programmiersprachen gibt es SDKs. Und zusätzlich noch ein Command-Line-Interface, MC. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt einmal die Web-GUI. Sie sehen auch, dass ich die bei mir lokal aufgesetzt habe. Hier in der linken, etwas dunkleren Spalte ist ein sogenannter Bucket, also ein Ordner zu sehen, der rechts dargestellt drei Objekte gerade enthält. Nämlich einmal unser Ausgangsimage, dann das gekroppte Image und dann das rektifizierte Image. Über die Kommandozeile kann ich jetzt auf Min.io zugreifen und mir jetzt beispielsweise hier für diesen Bucket alle Objekte anzeigen lassen. Die nächste Komponente ist OpenFast. Rechts dargestellt sehen Sie schon einmal die Web-GUI und auch schon in der linken Spalte die Pleute-Funktion. OpenFast ist ebenso wie Min.io ein relativ weit verbreitetes Framework, hat ungefähr 2000 Commits auf GitHub und bietet die Möglichkeit, FAST-Funktionen als Docker-Container zu erstellen und zu verwalten, zu deployen, zu monitoren etc. Templates bestehen für viele Programmiersprachen, darunter zum Beispiel Java und Python. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über eigene Docker-Files entsprechende Templates zu erzeugen. Möglich sind natürlich auch synchrone und asynchrone Ausführungen der Funktionen und Scale-to-Zero oder Scale-from-Zero. Auch OpenFast bietet ein Kommandozeilen-Interface, mit dem ich mir jetzt hier einmal dargestellt alle deployten Funktionen ansehen kann. Und Sie sehen auch schon, dass ich für meine Funktionen zur Generierung der rektifizierten Kriegsluftbilder entsprechende GDAL-Funktionen dort deployed habe. Ja, abgerundet wird dieses Deployment also vom Service Mesh Linkerd. Auch dieses hat ziemlich viele Commits auf GitHub, entsprechend auch viele Stars und bietet vor allem Funktionalitäten im Backend für das Routing von Traffic, für die Verschlüsselung, Retries, Timeout, Circuit Breaking etc. Telemetrie und Monitoring sind also deshalb auch direkt mit Built-in sozusagen. Realisiert wird das Ganze durch das Sidecar-Pattern. Die Idee, die bei dem Sidecar-Pattern besteht, ist, dass zu jedem Funktionscontainer, also einem FAST-Container beispielsweise, ein sogenannter Service Mesh Proxy hinzugefügt wird, der jeglichen Eingangstraffic in einen Pod übernimmt,
diesen Traffic eben verarbeitet und weitergibt an den Funktionscontainer. Das Ergebnis der Funktion wird wieder über den Proxy dann nach außen geleitet. Interessant ist dieses Pattern deshalb, weil es transparent für Entwickler arbeitet und automatisch diese Service Mesh Proxies in bestehende oder neu instanzierte Pods injected. Als Format für die Rasterdaten bietet sich natürlich in diesem Fall das Cloud Optimized GeoTIFF an. Dieses ist also eine Erweiterung für das TIFF und auch fürs GeoTIFF und enthält gekachelte und verlustfrei komprimierte originale Raster und zusätzlich gekachelte und verlustbehaftet, dafür aber hochkomprimierte Pyramiden. In Kombination mit HTTP Range Requests, die von S3 Object Stores unterstützt werden, kann also in einem mehrstufigen Verfahren immer genau derjenige Bildbereich aus dem Raster übertragen werden, der für die aktuelle Anzeige relevant ist. Ein Beispiel: bei einem Bild mit 10.000 x 10.000 Pixeln können auf einem Full-HD-Monitor ohnehin nur 30% der Pixel angezeigt werden. Der Rest kann überhaupt gar nicht dargestellt werden. Im ersten Schritt werden also die Metadaten aus dem TIFF-Header übertragen und geparst und anschließend können dann über diese Range-Requests die entsprechenden Byte-Abschnitte für die jeweilige Anzeige übertragen werden. Ein Nachteil, der dabei natürlich entsteht und berücksichtigt werden muss, ist, dass sich der Speicherbedarf um ungefähr ein Drittel erhöht. Jetzt kommen wir schon zur Demo. Ich möchte zeigen, wie ich also jetzt hier von einem linken eingescannten Kriegsluftbild über den Aufruf einer FAS-Funktion, die GDAL Translate enthält, zu einem gekroppten Bild komme und dieses gekroppte Bild dann über Passpunkte und die Anwendung von GDAL Warp zu einem rektifizierten Bild ableite. Was Sie jetzt hier sehen, ist einmal die Oberfläche von MinIO. Und zu sehen ist auch, dass hier jetzt einfach die erste TIFF-Datei, die also das originale Bild enthält, vorhanden ist. Hier in der Oberfläche von OpenFAS sehen Sie jetzt, dass ich unterschiedliche Funktionen deployed habe. Dazu gehört zum Beispiel hier die GDAL-Crop-Funktion. Diese Funktion werde ich jetzt über die Kommandozeile einmal ausführen. Dazu habe ich hier eine JSON-Datei erstellt, die einmal den Pfad des Bildes im Object Store enthält, sowie die Parameter, wo das Bild zugeschnitten werden muss. Diese Parameter werden dann von GDAL Translate verwendet. Dazu übermittle ich einfach diese Datei an die FAS-Funktion. So, das Ergebnis sehen wir hier. Wir bekommen also ein JSON-Objekt zurück, welches wiederum den Pfad enthält, wo jetzt das neue Raster vorliegt. Dazu gehe ich jetzt wieder in den MinIO Object Store, aktualisiere einmal die Seite und wir sehen, dass er jetzt hier ein neues gekropptes oder ein neues TIFF angelegt hat mit dem Namen Crop. Dieses werden wir jetzt als Eingangsdatensatz verwenden für die GDAL Warp Funktion. Auch dazu habe ich eine entsprechende Datei erstellt, die die benötigten Verarbeitungsparameter enthält, wie beispielsweise den Grad der Transformation, Passpunkte und auch hier den Namen des Eingabedatensatzes. Und auch hier bekommen wir als Rückgabewert nun einen Pfad, an dem das neue rektifizierte Raster vorhanden ist. Ich gehe wieder in MinIO, aktualisiere die Seite und wir sehen, auch das hat geklappt. Wir haben hier das RectTIFF, welches wir nun benutzen können und welches wir über den
zurückgegebenen, bekommenen Link in QGIS zum Beispiel einladen können. Dazu starte ich einmal fix QGIS. So, wir sehen, dass wir hier jetzt einmal schon ungefähr auf Niedersachsen gezoomt sind. Ich gehe zurück in die Kommandozeile, kopiere mir hier einmal entsprechend den Pfad des rektifizierten TIFFs, gehe über Layer, Layer hinzufügen, Rasterlayer hinzufügen und wähle Protokoll HTTP aus. Füge den Link nun in die URI ein und klicke auf Hinzufügen. Wir sehen, hier im Layer-Bereich von QGIS ist dieser neue Datensatz aufgetaucht und ich zoome mal auf diesen Layer. Zack, da ist das Bild schon da. Und wir können auch sehen, dass die Übertragungsgeschwindigkeit, ja, ich würde mal sagen, annehmbar ist. Dazu mache ich nochmal eben hier diesen Hintergrund eben weg. So dass es also jetzt sehr einfach möglich ist, dieses TIFF direkt aus dem Object Store in QGIS einzuladen. So, zur Evaluation des Ansatzes habe ich auch Experimente durchgeführt, die sich vor allem auf die Skalierung und die Auswirkungen auf den Durchsatz beziehen. Interessant bei diesem ganzen Ansatz ist natürlich, wenn ich Arbeitslasten habe, die über die Workload meines Clusters hinausgehen. Dazu benötige ich ungefähr 1 Minute und 12 Sekunden, um einen weiteren Node zu meinem Cluster hinzuzufügen. Interessant ist natürlich auch, wie schnell neue Funktionen deployed werden. Das dauert zwischen 10 und 30 Sekunden etwa. Aufgrund der Zeit möchte ich einfach mal weitergehen. Fazit und Ausblick, also vorgestellt habe ich heute eine skalierbare Verarbeitung von Geodaten mit Kubernetes. Dieser Ansatz löst Probleme des hohen Zeitaufwandes für die Verarbeitung und natürlich auch für die fehlende Anpassungsfähigkeit bestehender Architekturen. Durch Open Source Software sind vielzählige Deployments möglich. Also beispielsweise können Sie einen Kubernetes as a Service in der Public Cloud nutzen, aber Sie können natürlich auch, weil Kubernetes auch Open Source ist, diesen ganzen Stack bei sich on-premise deployen. Mögliche weiterführende Handlungsfelder sind die Integration in GIS, zum Beispiel, dass Object Stores als Datenprovider in QGIS angeboten werden oder auch für Function as a Service direkte Toolboxen vorhanden sind. Interessant wäre auch noch die Dekomposition von Funktionen weiter zu untersuchen. Dazu existiert ein Projekt, was auch auf OpenFaaS basiert. Weitere Anwendungsfälle, wofür dieser Ansatz verwendet werden könnten, wären beispielsweise die Klassifikation von Fernerkundungsdaten oder die Generierung von Tiles für Visualisierung, beispielsweise Vektor-Tiles oder Raster-Tiles. Damit bin ich durch und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Richard, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich denke mal, der eine oder andere wird eine Frage an Richard haben. Dem ist gerade noch nicht so. Richard, du hast ja vorhin kurz angesprochen, dass das cloudbasierte Arbeiten in den Verwaltungen nur sehr zögerlich Einzug hält. Weißt du, woran das liegt? Technisch würde ich sagen, gibt es da wenig Hinderungsgründe. Das meiste sind eher gefühlt weiche Faktoren, die diesen Einsatz noch erschweren.